Neues von der Gamescom. Heute ab 10 Uhr öffnet die weltgrößte Ausstellung für Video- und Computerspiele für das breite Publikum. Aussteller aus über 50 Ländern zeigen die neuesten Entwicklungen der Computer- und Spielebranche. Wir zeigen die aktuellen Trends live von der Gamescom in Köln. Ja, und Kinder von Bekannten von mir waren da im letzten Jahr, haben in langen Schlangen gestanden, auch vom Eingang. Also die Gamescom ist tatsächlich angesagt für all die, die wissen wollen, was es für neue Computerspiele gibt, wie die aussehen vor allen Dingen und wie man demnächst mit den Dingern spielen kann. Also alles rund um Computer und Video auf der Gamescom. Und Gott sei Dank ist Dennis Horn schon heute Morgen da, weil das ist schön leer, der kann sich ordentlich umgucken. Morgen, Dennis. Das ist super. Leere Hallen, obwohl ein paar Leute sind schon da, die zeigen, wie sehr Videospiele auch in die echte Welt übergreifen. Franzi und Shumi stehen bei mir, sind Cosplayer. Erst war ich ein bisschen abgeschreckt, dann war ich froh, dass auch ein Jedi-Ritter dabei ist. Franzi, ihr seid Cosplayer. Das ist ein Begriff, den man jetzt immer öfter hört. Was steckt dahinter? Im Endeffekt ist es ganz einfach. Wir Menschen ziehen uns einfach unsere Lieblingscharaktere aus Filmen, Spielen, was auch immer an und rennen dann damit dann über die Veranstaltungen. Franzi hat etwa ein Jahr für jedes Kostüm, so im Schnitt. Da steckt also richtig Arbeit hinter. Das ist Kunst. Was macht den Spaß für euch aus daran? Der Spaß macht aus das Bauen und der Wiedererkennungswert, den wir hinterher auf den Messen haben, wenn wir wiedererkannt werden von Spielen oder von Filmen. Das ist das Größte dann. Also kleine Stars im Grunde, die Cosplayer. Und die Videospiele wandern, wie gesagt, in die echte Welt. Ich zeige mal dieses Bastelset hier nochmal. Da kann ich mir jetzt aus so Bastelbögen richtige große Controller bauen, aus Pappe. Das ist von Nintendo, nennt sich Labo und verbindet die Spielewelt mit der echten, kann ganze Autorennen fahren. Hier ist noch ein Gaspedal, stelle ich mir unten hin und trete drauf. Oder habe Controller, auf die ich Raumschiffe pressen kann oder die entsprechenden Kapitäne dieser Raumschiffe. Hier sehen wir jetzt die einzelnen Figuren, auch die Raumschiffe kann ich oben drauf stecken, da kann ich so mitspielen im Kinderzimmer oder eben auf dem Controller. Und die Raumschiffe haben dann eben unterschiedliche Fähigkeiten. Ne? Sind mal ein bisschen wendiger, mal ein bisschen stärker unterwegs. Also die Gamescom zeigt, wie virtuelle und echte Welt auch ein Stück weit zusammenfinden. Dennis, was du da gerade zum selber Basteln gezeigt hast, das funktioniert wirklich? Das kann man dann irgendwie auch quasi dann an den Fernseher anschließen und mitspielen? Da stecke ich meinen Controller, zum Teil auch die Spielekonsole rein. Es funktioniert wirklich und da verbinden sich diese Pappschachteln mit den entsprechenden Videospielen. Wahnsinn. So, wir haben eine Frage von Henrik Pöhler aus Gelsenkirchen. Der hat gesagt, ich habe schon mal öfter den Begriff Augmented Reality gehört. Was heißt das eigentlich? Auch das ist im Grunde ein Zusammenwachsen virtueller und echter Welt. Das ist, wenn wir zum Beispiel mit dem Smartphone die echte Welt abfilmen und da sich dann virtuelle Gegenstände reinlegen. Bekanntestes Beispiel so aus den letzten Jahren Pokémon Go. Also ich spiele in der echten Welt und die Figuren auf dem Smartphone legen sich dann virtuell da drauf. Dennis, vielen Dank. Das sieht schon mal sehr spannend aus bei dir. Wir freuen uns auf gleich. Gibt es mehr von dir? Und wenn Sie mehr wissen wollen, was die Gamescom macht und was es da für neue Sachen gibt, Dennis Horn kann es erklären. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei uns. Hier sind unsere Adressen 0221 567 89 500, Telefon und dann auf den sozialen Medien und auch per Mail moma.service@daserste.de.